Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Pokémon, die Feuerrote Edition Nuzlocke Challenge. Das letzte Mal haben wir auf der MSN ordentlich abgeräumt und stehen jetzt hier in Orania City vor der dritten Arena mit Major Bob und seinen Elektro-Pokémon. Hey, warte du Champion Spee. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Oh, dann ist er also der Flash. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Flug- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gern Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Genau, und ihr seht hier auch schon, überall stehen diese Mülltonnen rum. Ja, dazu dann gleich mehr. Ich würde sagen, Ignil kann jetzt erstmal hier gegen die ganzen Trainer noch kämpfen. Die einen oder anderen Level bekommen. Und dann schauen wir hier mal. Das hier ist kein Spielplatz. Natürlich ist es das nicht. Das ist eine Arena. Herausforderung von Reto und ein Pikachu. Reto, auch wieder so ein seltsamer Name. Also ich weiß nicht, wer die Namen für die NPCs generiert, aber Reto habe ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben gehört. So, dann kann Ignil das Pikachu gleich mal grillen. Wow. So schnell, dass wir sogar zwei Attacken rausbekommen haben. Und dann hast du noch ein Pikachu. Alles klar. Sehr, sehr viele Elektro-Pokémon. Ganz klar für diese Arena. Wow, ein Crit. So, machen wir weiter mit der Glut. Das ist sehr, sehr gut, dass Glut keinen Kontakt herstellt. Das heißt, Ignil ist gegen die Statik von Pikachu gefeit. Wow, du hast mich überrascht. Aber ich glaube, nach dem Volltreffer kriegst du auch mal einen kleinen Trank noch. Oh, ich habe ich gar keinen kleinen Trank mehr? Na komm. Dann den Supertrank hast du dir verdient. Und dann haben wir hier noch einen... Was bist du? Ich bin ein Fliegengewicht. Alles klar. Aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Na schön. Profi. Dann zeig uns mal. Herausforderung von Mechaniker Alfred. Mit seinem Voltoball. Ah ja. Voltoball ist im Gegensatz zu Magnetilo gar kein Stahl-Pokémon. Also Magnetilo ist Elektrostahl. Voltoball leider nicht, obwohl ich es irgendwie gedankentechnisch in dieselbe Sparte immer stecke. Unsere Verteidigung ist jetzt gesunken, das ist nicht gut. Eieiei. Deswegen braucht man hier auch ein bisschen mehr an Glut, damit es auch ja, richtig schmilzt, dieses Voltoball. Und Ignil ist schon 23 geworden, nicht schlecht. Und dann hat er noch ein Magnetilo, da ist er schon. Und das ist zum Beispiel, also wie gesagt, das sieht gar nicht so unähnlich aus dem Voltoball, ist aber im Gegensatz zu Voltoball ein Stahlpuck, also ein Stahltyp und ihr seht schon, das kann ordentlich Schaden fressen durch die Glut, weil Glut auf Stahl sehr effektiv ist, weil Feuer natürlich das Stahl einschmilzt. Sehr gut. Da haben wir das auch aus dem Weg geräumt. Na, Ignil, du kriegst hier noch ein bisschen zu viel Schaden, ne? Ein Kurzschluss. Ja, ich gebe ihm noch einen Supertrank. Dann machen wir den letzten Trainer. Dann würde ich sagen, heile ich nochmal alles für die AP. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Major Bob war mein Ausbilder. Okay, so wie der aussieht, so ein älterer Herr, dachte ich, vielleicht war das der Ausbilder von Major Bob. Aber Gentleman Claudio schickt sein Pikachu in den Kampf. Wow, und das ist 23. Nicht schlecht. Na, dann machen wir mal Glut. Hey, das haut ordentlich rein. Ja, jetzt gehen wir definitiv ins Pokémon Center, weil Ignil paralysiert wird. Und das ist natürlich schlecht. Paralyse senkt die Initiative, das heißt, wir sind nicht mehr so schnell. Die generischen Pokémon können häufiger angreifen und natürlich werden die ein oder anderen Attacken von uns einfach geblockt. Stopp, du bist zu gut. Hey, aber wow. Die Gentlemen, hey, die geben ordentlich Kohle und das freut unseren Geldbeutel, denn 1600 Pokédollar sind nicht schlecht. So, Radici, kannst du uns mal hier den Weg offenbaren? Vielen Dank. Dann gehen wir mal hier rüber ins Pokémon Center, machen alle nochmal fit und dann hoffen wir, dass wir den dritten Arenaleiter Major Bob relativ angenehm hoffentlich besiegen. Komm jederzeit wieder vorbei, mach ich. Ja, ab jetzt sollte es ein bisschen interessanter werden. Major Bob hat drei ziemlich starke Pokémon, soweit ich weiß. Das heißt, die Anzahl der Arenaleiter-Pokémon steigt an. Und halt auch der Schwierigkeitsgrad, weil die Level halt steigen und weil
die Arena-Leiter. Ach ja, hier ist diese Laserwand und ihr seht ja hier diesen Mülltonnen. Es gibt ja dieses kleine Rätsel. Und zwar muss man hier jetzt die Mülltonnen abchecken und in zwei Mülltonnen ist ein Hebel versteckt. Man muss beide hintereinander aktivieren, damit sich diese Laserwand auflöst. Und ihr seht, hier ist überall nur Abfall drin. Das ist ja schon eklig genug irgendwie. Ich möchte nicht wissen, wie es in der Arena hier riecht. Aber, ah, da ist der Hebel versteckt. Und die Faustregel heißt immer, dass direkt neben dieser Mülltonne der Hebel ist, mit, also der zweite Hebel. Und da oben keins war und hier drüben keins war, muss zwangsweise hier unten der zweite Hebel sein. Aber anscheinend ist das nicht so. Das Schloss wurde wieder verriegelt. Und jetzt müssen wir uns wieder auf die Suche machen nach dem ersten Hebel. Ah, hier. So, jetzt könnte der zweite Hebel hier oben sein oder da drüben. Ich werde mal hier drüben schauen. Nee, das war auch nur Abfall. Und ihr seht schon, da kann man sehr, sehr viel Zeit mit verschwenden, wenn man halt hier... Oh, hier ist ein Hebel versteckt. Ha. Und ist hier der zweite? Nein. Also wir haben hier ein bisschen Pech. Und ihr seht schon, das kann eine Weile dauern. Hey, hier ist ein Hebel versteckt. Das erste Schloss wurde entriegelt. Ist hier der zweite hin drin? Nein. Oh Gott, jetzt ist es Bad Luck Takeo, der hier irgendwie das Rätsel nicht checkt. Aber stellt euch mal vor, ihr macht das als Kind. Dann ist das noch viel, viel frustrierender. Und ich wüsste gern, wo ist denn hier... Hier ist ein Hebel versteckt. Da drüben war keiner, das heißt, es muss zwangsweise hier sein. Nee, also irgendwie scheint das nicht ganz zu funktionieren. Diese Faustregel, die ich gerade noch so schön erklärt habe. Und ihr merkt auch, naja, es ist halt super, super nervig. Hier ist ein Hebel versteckt. Und ja, hier war auch schon der zweite. Perfekt. Also hier, ihr habt gesehen, es war nebeneinander, aber die Male davor hat es nicht ganz so funktioniert. Und wir stehen hier vor Major Bob. Wie sieht es mit unserem Pokémon aus? Igneel, Monkeyfist, Radici. Vielleicht sollte Hermine mal anfangen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Und Igneel, Monkeyfist heben wir uns für später auf, wenn es dann richtig wichtig wird sozusagen. Aber hier haben wir Major Bob, den dritten Arenaleiter. Hey Kitty, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meinen Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht nun dir bevor. Okay, Major Bob. Alles klar. Und ja, sieht schon sehr armeemäßig aus hier. Leiter Major Bob hat ein Voltoball. Auf Level 21. Wir haben unsere Hermine und sie wird gleich mit Hyperzahn voll loslegen und das Voltoball wegschotten. Nicht schlecht, Hermine. Das fängt gut an. Und jetzt schickt er seinen Pikachu mit Level 18 in den Kampf. Okay. Nein, und natürlich geht der Hyperzahn von Hermine dagegen. Daneben. Und wir kriegen erstmal eine Paralyse ab. Klasse. Probieren wir... Oh nein. Oh. Das ist nicht gut. Jetzt macht das nämlich Doppelteam und erhöht seinen Fluchtwert. Ich wusste, dass das passiert. Hermine kann durch Paralyse nicht angreifen. Das... Fiese Pikachu macht das weiterhin. Das heißt, unsere Attacken haben eine... wow, zum Glück trifft's. Weil Fluchtwert erhöht, heißt, dass unsere Attacken häufiger daneben gehen. Und das ist natürlich schlecht. Jetzt haben wir nur noch das Raichu von Major Bob. Hier ist es. Entwickeltes Pikachu, Level 24. Sehr, sehr schnelles Pokémon. Das wird wahrscheinlich jetzt ordentlich reinhauen. Jo, und das legt auch los mit Schockwelle. Hoffen wir mal, dass Hermine das gut übersteht. Zum Glück trifft der Hyperzahn. Bitte, bitte, Crit, bitte. Oh, nein, nicht ganz. Machen wir Ruckzuckhieb. Das ist eine Prioritätsattacke. Das heißt, wir müssten zuerst angreifen, selbst durch die Paralyse. Hoffen wir mal, dass das... Ja, passiert. Und da hat Hermine uns durch die Arena gecarried. Nicht schlecht. Wow. Du weißt, wie man kämpft, Kitty. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Oh, um Himmels Willen. Ich hatte schon Angst hier vor dem Raichu. Vor allem durch die Paralyse und alles. Uah. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. TM 34 bekommen. Was ist das? Das ist Schockwelle. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Gut zu wissen.
Wenn wir wahrscheinlich, wenn wir jemals ein Elektro-Pokémon kriegen, ich wüsste gerade zumindest nicht welches. Puh, aber das war dritte Arena-Run. Hermine ist stark, wow. Da sieht man mal, wie man so einen Radikal unterschätzen kann. Weil es nur dieses Standard-Normal-Pokémon ist, was man sich auf Route 1 fangen kann, bla bla bla. Aber nein, es haut ordentlich rein. Gerade mit Hyperzahn nicht zu unterschätzen. Puh, jetzt sind alle geheilt. Das ist sehr, sehr schön, das freut mich. Und ich würde sagen, Igneedle und Raditz, die brauchen noch ein Level. Das können wir auch durchaus machen. Und in Prismania City, wenn wir gegen Erika kämpfen, ihre Pflanzen-Pokémon, ihr stärkstes, ist glaube ich 29. Das heißt, auch hier ist der Levelsprung nicht allzu stark. Da oben ist die Dicta-Höhle, ich überlege noch. Nein, wir sind jetzt erstmal hier auf Route 11. Hier sind noch ein paar Trainer, die wir besiegen können. Und wir können auch hier ein neues Pokémon fangen, weil wir ja noch keins auf Route 11 bekommen haben. Wie sieht das mit unseren Pokébällen aus? Ein Superball, 10 Pokébälle, das ist okay. Igneedle ist auch noch relativ schwach. Kannst du noch den Kratzer? Das würde... Ja, du kannst noch den Kratzer, super. Dann können wir hier schauen, dass wir unser Pokémon von Route 11 fangen. Und zwar ist es das... Ein Rattan. Ein weibliches Rattan. Okay. Mit Bedroher. Das ist nicht schlecht. Das ist... Damit kann man arbeiten. Dann würde ich sagen, kratzen wir es mal ganz leicht. Schauen, dass... Ja, durch Bedroher sowieso gleich dreimal schwächer. Machen wir mal noch einen Kratzer. Und ich weiß auch schon ganz genau, wie ich das nenne. Das dürfte noch ein Kratzer überleben, aber ich denke mal, der Pokéball sollte schon reichen. Und dann müsste das Rattan jetzt sich auch unserem Team anschließen. Genau. Rattan wurde gefangen. Sehr schön. Wenn ihr übrigens mal guckt auf den Namen. Ja, Rattan ist einfach nur Natter rückwärts geschrieben. Da waren sie sehr kreativ. Und es ist ein Pokémon, das im hohen Gras weit verbreitet ist. Es schnellt mit seiner Zunge vor und zurück, um etwaige Gefahr in seiner Umgebung wahrzunehmen. Ja, so wie Schlangen auch mit ihrer Zunge riechen, soweit ich weiß. Nehmt mich da jetzt nicht für voll, aber bin kein Tierexperte in dem Sinne von Schlangen. Aber es ist weiblich, es ist ein Rattan, deswegen nennen wir es doch einfach mal Jessie, oder? Das würde Sinn ergeben, weil Jessie in der Anime-Serie ja auch ein Arbok hat. Und deswegen nehmen wir jetzt Jessie einfach ins Team. Wobei ich nicht weiß, ob wir Jessie sehr stark benutzen werden. Aber hey, nehmen wir es einfach mal mit, trainieren wir es und dann werden wir schon sehen, was wir damit machen können. Vor allem, es hat Bedroher. Bedroher ist nicht schlecht. Gut. Trainieren jetzt Jessie. Ich würde es sagen, weil hier noch so viele Trainer sind, bevor wir uns weiter aufmachen, trainieren wir Igneedle und Raditz auf 24. Dann kann Jessie ein bisschen gelevelt werden. Vielleicht auch wieder offscreen, weil das sehr viele Level sind. Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Und dann überlegen wir mal. Wir müssen ja immerhin noch durch die... Hey, guck mal, Henry hat auch einen Rattan. Haben wir noch gerade von geredet. Hat das auch Bedroher? Das hat auch Bedroher. Okay. Aber da wir ja eh mit Glut angreifen, was ja eine spezielle Attacke ist, macht uns der Bedroher nicht so viel aus. Ich glaube auch, dass wir... Jessie offscreen hochleveln und dann demnächst einfach durch die Dicta-Höhle durchlaufen. Oh je, hat nicht ganz gereicht. Und dann müssen wir uns ja dann schon langsam Richtung nächste Start. Oh, jetzt wird es auch sehr interessant. So storymäßig demnächst. Ey, das ist gemein. Aber hier können wir jetzt erstmal noch durchboxen aus diesem kleinen Bereich auf Route 11. Hey, ein Aufwecker. Und, oh, hey, ein alter Mann. Warum sage ich gerade die ganze Zeit, hey, versuche dein Glück gegen mich. Das machen wir glatt. Ich glaube, hier haben die alten Männer Feuer-Pokémon auch gehabt. Oh, ganz im Gegenteil. Jannes hat einen Quapsel. Da bleibst du mir natürlich fern erstmal. Ja, Raditzi passt doch perfekt. Dann kann Raditzi leveln und es auch mit diesem Wasser-Pokémon auf sich nehmen. Oh, wie süß, Blubber. Das macht uns nichts. Oh, das macht uns wirklich nichts. Das hat ein KP abgezogen. Hauen wir es mal. Das ist natürlich ekliger. Jetzt ist Raditz hier eingeschlafen, aber wie es das Schicksal so will, haben wir doch gerade eben den Aufwecker bekommen. Setzen wir den einfach gleich ein.
Dafür haben wir die Items, ja. Und er setzt wieder im Blubber ein. Na, oh, noch ein KP. Blub. 64. So süß. Nee, Hypertank müssen wir nicht einsetzen. Ah, diesmal ging die Hypnose daneben. Ich wollte schon sagen. Jetzt haust aber weg, Radizi. Sehr schön. Einmal noch. Nein? Okay. Es hat uns ganze 3 KP abgezogen, oder? Wenn es dreimal jetzt Blubber eingesetzt hat, ja. Holen wir uns die zurück mit Absorber? Auf jeden Fall. Gib mal her. Jo. Und wieder voll. Ha, das Kapsel hat es mit der Hypnose nur hinausgezögert. Hey, und Ignil ist 24 geworden. Dann kommt hier ein Sepa, noch ein Wasser-Pokémon. Setzen wir auch gleich mal Absorber ein. Wir sind schneller. Stimmt, waren wir gerade langsamer als das Quapsel? Hm, da sieht man mal, wie langsam Radizi ist. Aber ist ja auch so eine kleine Knolle, sage ich mal. Das Glück hat mich verlassen. Von dem her darf man da bei der Geschwindigkeit nicht zu viel erwarten. Wow. Nimm dich vor Hochspannung in Acht. Oh je, das klingt wie ein Elektriker. Was haben wir denn? Mechaniker, ja. Genau. Hasso. Hat ein Magnetilo. Perfekt. Lassen wir es doch gleich mal ein bisschen schmelzen. Und ich muss jetzt auch eigentlich Ignil gar nicht so stark leveln, weil in der nächsten Arena, das ist eine Pflanzenarena, wird Ignil und auch unser Burgesus ein leichtes Spiel haben. Ich denke mal, mit diesen starken Attacken, die sie haben, werden sie fast jedes Pokémon one-shotten. Da bin ich mir nicht sicher, aber wir sollten es nicht... Ui, Magneton. Das ist die Entwicklung von Magnetilo. Auf jeden Fall um einiges stärker, aber hält auch besser aus. Ja. Arena... Wow. Auch noch paralysiert. Mhm. Und jetzt seht ihr schon, ist jetzt das Magneton auch wieder schneller. Gut, dass die Glut durchgegangen ist, sonst wird es ein bisschen kritisch für unser Ignil. Wow, ganze 621. Ah, der Funke ist übergesprungen. Genau, lass nochmal kurz zurückfahren. Und unsere Pokémon heilen, bevor wir da... Da sind noch ein paar Trainer übrig auf der Route 11 da drüben. Die sollten wir halt definitiv mitnehmen. Stört ja nicht. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben den Pokémon, machen sie wieder fit. Ich überlege die ganze Zeit, was wir jetzt mit Rettern anfangen können. Allzu viel wird es uns nicht wirklich helfen von seinem Typ her. Und ich glaube auch ganz so offensiv und verteidigungstechnisch, na, die einzige Sache, die ich gerade in Erwägung ziehe, ist später, wenn wir es gegen Relaxo einsetzen, dass es halt gut mit seinem Bedroher den Angriff von Relaxo vermindert. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren, denn Relaxo wird ein ordentlicher Brocken, in mehrerer Hinsicht. Weil es ist ein sehr, sehr starkes Pokémon. Es begegnet uns auf Level 30 und ich würde es dann halt mitnehmen und gerne gegen Hermine tauschen. Wobei, ich bin eigentlich sehr, sehr stolz auf Hermine, weil sie... Und sie hat uns Misty relativ gut gemacht. Sie hat jetzt auch gegen Major Bob sehr gut abgeschnitten. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Also, sie hat sich einen Platz schon mal in unserer eigenen persönlichen Ruhmeshalle verdient. Und wow, Radizi scheint auch ordentlich Schaden jetzt rauszuhauen. Voller Elan steckt es für das nächste Level ab. Was? Ignite schon 25? Da sieht man mal, wie viel diese XP von dem Magneton tatsächlich ausgemacht haben. Aber das Flug-Pokémon Zubat, da lassen wir natürlich unser Radizi nicht drin. Ich überlege, Hermine oder Burgesus mal. Burgesus war schon länger nicht mehr draußen. Das dürfte gut dastehen gegen das Zubat. Aua! Na warte, Ruckzuckieb! Haha, oh, das vermisse ich an Burgesus. Wenn Burgesus rauskommt, dann krittet es ordentlich die Pokémon weg. Und Radizi ist auch schon Level 24, versucht Säure zu lernen. Können wir definitiv machen. Dann hat das auch eine... Oh, welche Attacke nehmen wir da weg? Absorber ist nur 20 stark. Kugelsaat ist 10 stark, macht 2 bis 5 Angriffe. Das ist alles nicht so
Und da können wir uns ein bisschen gegenheilen wenigstens. Ah, ich weiß nicht. Kugelsaat. Wie viel macht denn Säure? 40. Also eine Pflanzenattacke würde ich gern wegnehmen. Machen wir Absorber weg. Kugelsaat kann da noch bleiben. Und später erlernt sie ja hoffentlich noch Gigasauger oder irgendwie sowas. Das wäre mir ganz lieb. Das ist dann sozusagen eine stärkere Form des Absorbers. Mist, ich hasse schwache Pokémon. Dann, hey, du musst die nur trainieren, dann werden sie schon stark. Er rennt da unten noch rum. Der joggt hier durchs hohe Gras. Oh. Meine Pokémon müssten bereit sein. Warum müssten? Hast du sie etwa nicht geheilt? Nidoran männlich. Oh Gott, wir wissen, wie das abläuft. Von Mike. Oh, Igniel ist nach vorne. Na dann, Igniel. Mach mal deinen Job. Ja, perfekt. Oh je. Giftstachel. Puh. Sehr schön. Nidoran ist auch weg. Und jetzt sollten wir dann auch nach dem Kampf Igniel mal wieder austauschen, denn wie gesagt, gerade... Ei, ein Nidorino. Schaut euch das an. Das kann mit Hornattacke ordentlich Schaden machen. Es kann auch ein Doppelkick, der zum Glück nicht so viel Schaden macht. Aber auch das müsste jetzt Geschichte sein. Ja, Volltreffer am Ende. So wie man es von Igniel auch schon gewohnt ist. Das war schwach. Ihr müsst nur trainieren, Leute. Der Teenager da oben, ihr könnt euch zusammentun. Dann wird das schon. Dann werden eure Pokémon auch stärker. Nehmen wir Bird Jesus raus. Ich glaube, hier sind noch ein paar Elektriker. Sonst Hermine. Komm. Wettkämpfe. Ich kann ihnen nicht widerstehen. Lauter Glücksspielsüchtige hier drüben in Route 11. Eieiei. Kunibert. Und ein Knofensa. Haben wir jetzt gerade Bird Jesus rausgenommen? Nein, Hermine. Schade. Bird Jesus wäre natürlich hier besser gewesen. Aber Hyperzahn. Dürfte diese kleine Pflanze auch schon stutzen. Hermine bekommt 300. Wow, auch schon 25. Super. Leveln geht gut voran. Und dann hast du noch ein Myrapla. Das waren jetzt... das waren gar nicht die. Waren das die zwei editionsspezifischen Pokémon gerade? Knofensa gibt es zum Beispiel nur im Blattgrün und Myrapla haben wir jetzt hier in Feuerrot gefangen. Ich war Kunibert. Immerhin hatte ich eine Chance. Ne. Hermine ist schon verdammt stark. Ups, nein, ich wollte nicht in den Beutel. Und zwar nehmen wir uns jetzt noch Bird Jesus vor, dass wir alle so langsam auf 25 kriegen. Und Jessie machen wir dann halt einfach offscreen. Damit sie halt ein bisschen aushilft. Vorsicht, ich verlege hier gerade ein Kabel. Oh, Internet? Dann darfst du selbstverständlich weitermachen. Und du hast Magnetilo, Dennis. Das ist natürlich klasse, weil Bird Jesus sich super freut, wenn es gegen Elektro-Pokémon kämpfen kann. Eieiei. Na komm, Monkey Fist. Hau das kleine Ding in Stücke. Donnerwelle. Warum, Leute? Richtig unfair. Ultraschall noch hinterher. Wow, macht das viel Schaden. Hoa. Zum Glück war das ein Volltreffer. Ich weiß nicht, ob das sonst gereicht hätte. Aber Monkey Fist scheint mir langsam ein bisschen schwach auf der Brust. Das war ein Stromschlag. Ich hoffe sehr, dass sich Monkey Fist bald entwickelt. Ich hab's nur noch nicht im Kopf, genau welches Level das ist. Aber ich glaube, die Entwicklung würde ihm jetzt schon sehr gut tun, weil ihr habt gerade gesehen, das war drei Level schwächer, das Magnetilo, und es hat fast 50% mit Ultraschall gemacht. Uiuiui, stellt euch vor, das könnte irgendwie eine Flugattacke. Ich habe noch nie gewonnen. Oh. Dann kommt jetzt was Schlimmes auf dich zu, denn ich lasse dich auch nicht gewinnen. Hey, Marco, mit einem Fukano. Hannes Bedroher. Ja. Wie war das? Flugattacken waren hier noch physisch. Naja, soll uns nicht stören. Windstoß. Eieiei. Ah, es will mein Bird Jesus grillen. Lass das. Oh Gott, ich sehe schon, dass... Gerade wollte ich es noch sagen. Ich sehe schon, dass mein Bird Jesus brennt. Und da brennt es. Nein, du wirst ausgewechselt. Und zwar in Monkey Fist.
Monkey Fist. Mach es bitte. Weh, du brennst jetzt auch noch. Boah, ich hatte schon Angst. Karateschlag, weg mit dem Köder. Und was ist ein zweites? Ein Vulpix, das ist auch sehr knuffig. Hat zum Glück keinen Bedroher. Und da war dein Volltreffer. Immerhin bist du offensiv sehr, sehr stark. Das freut mich sehr, Monkey Fist. Das habe ich kommen sehen. Tut mir leid, kann dir leider keinen Sieg geben. Du bist der letzte Trainer, soweit ich weiß. Nein, hier ist auch noch einer. Der Stein sieht sehr verdächtig aus. Fluchtseil. Hat jemand hier vergessen? Oder wurde jemand an den Stein festgeseilt? Ah, lieber nicht drüber nachdenken. Stimmt, du brennst noch. Das heißt, wir heilen dich mal. Monkey Fist, das sieht noch okay aus. Haben wir noch irgendwie... Wir haben nichts, um Verbrennung zu heilen. Weißt du was, Burgesus, dann wechsle ich dich jetzt nochmal kurz aus, bis ich dich in der Stadt heilen kann. Und lass Monkey Fist noch ein Level machen. Gegen diesen Trainer hier mit seinem... In meiner Klasse bin ich der Beste. Gut, die zwei Teenager von da drüben, die waren jetzt nicht so stark und die haben sich auch sehr schwach gegeben. Aber du hast einen Radfatz, das passt uns sehr gut in den Kram, denn ein Karateschlag dürfte es schon über den Jordan schicken. Genau. Und dann kommt gleich hinterher ein weiteres Radfatz. Da hat er sicher, sicher ein Radikal ganz hinten drin. Also halt in seinen Pokémon, in seiner Pokéball. Ihr wisst schon. Und Radikal, haha. Wie vorhersehbar. Und alle wurden... Moment mal, das ist Level 17. Das war schwächer als das Radfatz. Eieiei. Und Monkey Fist bekommt auch sein Level 25. Valentin wurde besiegt. Ich muss meine Pokémon mehr trainieren. Genau. Schließ dich mit den zwei Teenagern da drüben zusammen, dann ist alles gut. Ich mache hier so eine Trainingsbörse auf gerade. Und du bist... Haha, bisher habe ich noch nie verloren. Du kannst dich mit dem Opa zusammentun. Ne, Moment, dann verliert der andere Opa ja immer mehr. Na, ist auch nicht schlecht. Keine Ahnung, hier auf Route 11 kann man irgendwelche Tauschbörsen oder Gruppen erstellen. Wie heißt das denn, wenn man diese amerikanischen Schulsysteme, die immer diese Schachclubs, Clubs haben. Dann machen wir hier auch einen irgendwie Teenager-Club auf oder irgendwie sowas in der Art. Und die alten Spielsüchtigen, die können sich auch zusammentun. Jo, es gibt immer ein erstes Mal. So schaut's aus. Okay, sehr schön. Dann haben wir hier alle Trainer abgegrast sozusagen. Können unsere Pokémon trainieren. Und dann demnächst durch die Dickdahöhle hier streifen. Die ist gleich hier drüben. Ich hoffe so sehr, dass wir keinem Dicktree begegnen. Und wir haben auch die ein oder anderen Clubs auf Route 11 organisiert. Das auch war doch sehr freundlich von uns. Dann heilen wir nochmal alle Pokémon. Jetzt kann auch Burgesus definitiv nach vorne, denn die Dickdas und die Dickdries in der Höhle dürften keine Felsattacken bzw. keine Gesteinsattacken kennen. Und mit Bodenattacken treffen sie unser fliegendes Burgesus nicht. Also sehr, sehr wichtig. Und ganz wichtig auch nochmal einkaufen. Wir haben jetzt auch sehr, sehr viele Items verbraucht. Die Organisation muss ja bestehen bleiben und zwar Supertränke. Wir haben nur noch 4, das heißt wir kaufen 6. Dass wir immer so im 10er-Bereich sind. Gegengift nochmal 3. Paraheiler machen wir ja auch 3. Du hast nur Pokebälle? Die haben wir... Ach ja, klar. Okay. Machen wir mal 6, dass wir auf 15 kommen vielleicht. Wir haben auch ordentlich Kohle, wie ihr sehen könnt. 33.000 Pokedollar. Und das wäre es auch erstmal von hier. Genau. Und dann würde ich sagen, Leute, stellen wir uns jetzt hier vor die Dickdahöhle, gehen da demnächst durch im nächsten Teil, weil wir jetzt auch schon wieder viel erreicht haben. Drüben den dritten Orden geholt, hier drüben die ganzen Clubs erstellt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.